Wir Menschen neigen dazu zu denken, dass wir dank unserer fortgeschrittenen Technologie zumindest über unser eigenes Sonnensystem fast alles wissen. Doch das ist falsch. Wissenschaftler sagen, dass es in unserem Sonnensystem Milliarden interstellarer Strukturen geben könnte, die völlig unerkannt und neu sind. Auslöser für die erschreckenden neuen Erkenntnisse war ein Besucher aus einer fremden Welt. Oumuamua kam als interstellarer Besucher im Jahr 2017 zu uns und sorgte mit seinem plötzlichen Erscheinen für weltweite Aufmerksamkeit. Entdeckt wurde das Objekt von Forschern, die mit dem Pan-STARRS-1-Teleskop auf Hawaii den Himmel nach Asteroiden und Kometen absuchten. Oumuamua wurde kurze Zeit nach seiner Entdeckung als das erste interstellare Objekt identifiziert, das jemals in unser Sonnensystem eindrang. Doch jetzt wissen wir, dass diese Annahme sehr wahrscheinlich falsch war. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es Hunderte, wenn nicht Milliarden solcher Strukturen und Objekte in unserem Sonnensystem gibt, nur haben wir sie bisher nicht erkannt. Das sonderbare Flugobjekt Oumuamua entpuppte sich als langgestreckter, rotierender, zigarrenförmiger Himmelskörper, der nicht nur aus seltsamen Materialien bestand, sondern auch äußerst seltsame Flugbahnen innerhalb des Sonnensystems nahm. Asteroiden und Kometen bewegen sich normalerweise auf ziemlich vorhersehbaren Bahnen, weil sie sich entlang der Gravitation der großen Himmelskörper bewegen. Oumuamua dagegen raste einmal quer durchs Sonnensystem, gerade so als interessiere sich das Objekt nicht für unsere physikalischen Gesetze oder dafür, wie sich normale Asteroiden und Kometen verhalten. Solche Beobachtungen kennen wir bereits von zahlreichen unidentifizierbaren Flugobjekten, die allgemein als UFO bezeichnet werden. Doch wie eine fliegende Untertasse wirkte Oumuamua zunächst auch nicht wirklich. Seine Oberfläche war rau wie die von Stein oder Felsen oder eben einem Asteroiden. Scans ergaben dann einen seltsam hohen Anteil an Metallen innerhalb des rund 1000 Meter großen Flugobjektes. Diese sonderbare Mischung brachte Forscher dann auf die Idee, Oumuamua könnte eine gut getarnte Technologie sein. Innen aus Metallen und außen sollte das Objekt den Anschein eines Asteroiden erwecken. Verdächtig kam den Forschern ein Umstand vor. Asteroiden geben normalerweise Formen der Strahlung ab oder sind in einen leichten Staubmantel gehüllt. Bei Kometen sind diese Emissionen noch größer, da sie größtenteils aus Eis bestehen. Doch Oumuamua wirkte wie ein blank geputztes Etwas aus einer fremden Welt. Entdeckt wurde das Objekt erst, als es schon an der Erde vorbei war. Auch dieser Umstand erschreckte Wissenschaftler, denn hätte sich Oumuamua auf Kollisionskurs mit der Erde befunden, hätten wir ihn möglicherweise bis zu einem sehr unangenehmen Kennenlernen gar nicht bemerkt. Natürlich setzten Forscher alle Hebel in Bewegung, um herauszufinden, was dieser seltsame Besucher in Wahrheit gewesen ist. Dringen Strukturen aus fremden Welten bei uns ein? Avi Loeb, ein Forscher des Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, war der Erste, der Thesen zur wahren Natur Oumuamuas aufstellte. Loeb wunderte sich vor allem über die seltsame Beschleunigung des Objektes und die Haken, die Oumuamua schlagen konnte. Beide Umstände wurden noch niemals bei einem Asteroiden oder Kometen beobachtet und diese Effekte waren Hinweise auf eine bisher unbekannte Art der Beschleunigung. Es stellte sich die Frage, ob das Objekt seinen Schub von natürlichen Quellen bekam oder ob eine Art Steuerung oder Technologie dahinter steckte. Loebs Wissenschaftsteam stellte fest, dass Oumuamua dank der Reflexion kleine Mengen von Sonnenstrahlung beschleunigt werden könnte. Obwohl das zunächst natürlich klingt, wäre es das nicht. Stimmt Loebs These, so müsste eine Art von Technologie dahinter stecken, die unserer weit überlegen ist und damit eine Art von Intelligenz. Spätere Untersuchungen wollten geringste Gasausstöße auf der sonnenbeschienenen Seite des Objektes ausmachen, was weiter auf eine bisher unbekannte Form des Antriebs hinweist, zumal Oumuamua dann mit einem Sonnensegel ausgestattet sein müsste. Praktisch wissen wir aber nicht, ob das Objekt ein solches Segel besaß oder nicht. Oumuamua war nur sehr schwer zu beobachten, da er selbst kein Licht abgab und auch kaum Sonnenlicht reflektierte. Farbscans ergaben, dass Oumuamua dunkelrot bis bräunlich sein muss und das trifft bei uns im Sonnensystem eigentlich nur auf einige Objekte im Kuipergürtel zu. Doch dann machten die Forscher eine weitere alarmierende Entdeckung. Loeb und sein Team untersuchten sogenannte erdnahe Objekte. Dabei kann es sich um Asteroiden und Kometen handeln, im Umfeld der Erde tummeln sich aber auch jede Menge sehr kleine Gesteinsbrocken. Ausgerechnet diese vielen hundert Objekte, die irgendwo weit draußen im Orbit um die Erde fliegen, sollen strukturell eine gewisse Ähnlichkeit mit Oumuamua besitzen.
Stammen diese Gesteinsstücke auch aus dem interstellaren Raum, würde das bedeuten, dass die Erde von interstellaren Strukturen umgeben ist und keiner hat es bisher gemerkt. Im ganzen Sonnensystem können sich Milliarden solcher Objekte und Strukturen tummeln und sie sind einfach zu klein, als dass wir sie bemerkt oder ernst genommen hätten. Oumuamua hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass es Dinge im Weltall gibt und selbst direkt vor unserer kosmischen Haustür gibt, von denen wir nicht das Geringste ahnen. Gigantische Kometen kommen direkt auf uns zu. Kometen sind zwar nicht neu, aber immer noch geheimnisvoll und sie gehören zu den geheimnisvollsten und schönsten Objekten im Sonnensystem. Von winzig klein bis riesengroß schauen sie alle paar Jahre vorbei und einige von ihnen liefern Himmelsspektakel der Extraklasse. P2005JQ5 zum Beispiel war mit etwas mehr als 1,5 Kilometern ein eher kleines Objekt. Der periodische Komet wurde 2005 erstmals entdeckt. Die Bezeichnung P- vor der Nummer steht für periodische Kometen, die regelmäßig bei uns vorbeischauen. Das bedeutet, dass sie sich auf großen elliptischen Bahnen durchs Sonnensystem bewegen. Viele Kometen haben ihren Ursprung in der Oortschen Wolke, weit draußen im All. Sie werden von der Sonne angezogen und wandern dann langsam ins Innere. Dabei werden die Bahnen der Kometen ständig von den Planeten beeinflusst. Manche Kometen werden dadurch ganz schön hin und her geschubst, doch das Ziel bleibt dasselbe, die Sonne. Nähern sich Kometen der Sonne, beginnen sie wunderbare Schweife zu bilden und verwandeln sich in kosmische Himmelsspektakel. Einer der bekanntesten periodischen Kometen, die wunderschöne Schweife ausbilden, ist der Halley'sche Komet. Das 11 Kilometer breite Himmelsobjekt hat eine Umlaufzeit von etwa 76 Jahren und war das erste periodische Objekt, bei dem diese periodischen Wiederkehrungserscheinungen erkannt wurden. Das letzte Mal war er 1986 sichtbar und voraussichtlich wird er im Jahr 2061 wieder erscheinen. C2011 KP36 übertrifft den Halley'schen Kometen größtenmäßig bei weitem. Fast 50 Kilometer Durchmesser misst dieser 2011 erstmals entdeckte himmlische Besucher. Das C-Schrägstrich im Namen weist hier auf einen nicht-periodischen Kometen hin. Diese Kometenart wird von der Sonne angezogen, schaut dann bei uns vorbei und verschwindet nach diesem einmaligen Besuch wieder. Den rund 75 Kilometer breiten Hale-Bopp kennt seit seinem letzten Durchflug im Jahr 1995 fast jeder. Er war und ist einer der hellsten Kometen des 20. Jahrhunderts. Millionen Menschen weltweit beobachteten das Lichtspektakel und freuten sich an der ungewöhnlichen Pracht von Hale-Bopp. Zu den wahren Riesen unter den Kometen gehören C2002 VQ94 und C2004 UN271. Diese beiden nicht-periodischen Kometen wurden 2002 bzw. 2004 entdeckt. C2002 ist mit knapp 100 Kilometern wirklich riesig, doch C2004 war mit 160 Kilometern Durchmesser noch weit größer. Diese Giganten sind nach ihrem Durchflug beide wieder in die äußeren Regionen des Sonnensystems verschwunden und es ist fraglich, ob sie jemals wieder zurückkehren werden. Wieso tut die Oortsche Wolke das? Wusstet ihr, dass es weit draußen im Sonnensystem ein Gebilde gibt, in dem sich Milliarden Kometen und möglicherweise bisher völlig unbekannte Objekte befinden? Die Oortsche Wolke ist bisher zwar eine hypothetische Erscheinung, die Wahrscheinlichkeit, dass es sie gibt, ist aber sehr groß. Diese Wolke wurde nach dem niederländischen Astronomen Jan Oort benannt, der sie 1950 vorgeschlagen hat. Es waren eben die Kometen und ihre seltsamen Flugbahnen, die Wissenschaftler auf die Oortsche Wolke brachten. Verfolgten sie die Flugbahn der Kometen, so stellten sie fest, dass diese alle aus einer ganz bestimmten Region zu uns kamen. Die Oortsche Wolke ist sehr wahrscheinlich eine weitläufige Sphäre aus eiskalten Objekten wie Kometen und protoplanetarer Materie. Alle Himmelskörper in der Wolke sind vermutlich Überreste der frühen Phase der Sonnensystembildung, als Staub und Gase zu Eispartikeln zusammenklumpten. Die meisten Kometen, die wir im Inneren des Sonnensystems beobachten, stammen wahrscheinlich eben aus der Oortschen Wolke. Durch Gravitationskräfte, die wahrscheinlich von vorbeiziehenden Sternen ausgelöst werden, scheren einige Brocken aus der Wolke aus und steuern dann das Innere des Sonnensystems an. Durch die Annäherung an die Sonne erwärmt sich der Komet, wodurch Eis und Gase verdampfen und den charakteristischen Kometenschweif bilden. Leider befindet sich die Oortsche Wolke so weit draußen, dass wir momentan keine Möglichkeiten haben, Sonden dorthin zu schicken. Selbst die Voyager-Sonden, die das eigentliche Ende der Heliosphäre bereits vor Jahren erreichten, werden noch hunderte Jahre brauchen, bis sie in die Nähe der Oortschen Wolke kommen.
Das gibt euch einen Eindruck darüber, wie weit die Wolke tatsächlich von uns entfernt ist. Sind Trojaner im Weltraum eine Gefahr? Wenn wir uns die sonderbarsten und fremdartigsten Strukturen im Sonnensystem anschauen, dürfen die Trojaner-Asteroiden nicht fehlen. Trojaner-Asteroiden sind eine einzigartige Gruppe von Himmelskörpern im Sonnensystem, die an den sogenannten Lagrange-Punkten sind. Diese speziellen Punkte in den Umlaufbahnen der Planeten sind nach dem französischen Mathematiker Joseph-Louis Lagrange benannt. Sie entstehen durch die Gravitationskräfte von Sonnen und Planeten bzw. an ganz bestimmten Stellen des Ausgleichs und des Gleichgewichts. Entsprechend der Lagrange-Punkte werden die Asteroiden in L4 und L5-Gruppen unterteilt. Trojaner-Asteroiden teilen ihre Umlaufbahn mit größeren Planeten. Sie folgen dem Planeten oder eilen ihm in gewisser Weise voraus. Die L4-Gruppe befindet sich in etwa 60 Grad vor einem Planeten auf seiner Umlaufbahn, während die L5-Gruppe etwa 60 Grad dahinter liegt. Insbesondere Jupiter schart etliche dieser faszinierenden Objekte um sich. Es wurden inzwischen aber auch Trojaner in der Umlaufbahn von Mars, Uranus und Neptun gesichtet. Ihren Namen haben diese Asteroiden nicht etwa von einer heimtückischen Kriegstaktik. Astronomen haben diese Objekte einfach nach berühmten trojanischen Kriegern benannt. Damit haben die Entdecker der Asteroiden die Tradition fortgesetzt, astronomische Objekte nach mythologischen Gestalten zu benennen. Tatsächlich sind diese fest an ihre Planeten gebundenen Asteroiden die sichersten im ganzen Sonnensystem. Von ihnen geht also keine Gefahr für uns aus. Jetzt könnt ihr euch sicherlich fragen, wieso denn diese Asteroiden weder durch Sonnensystem rasen, noch von Planeten verschluckt werden. Gerade Jupiter hat ja den Ruf, kleinere Objekte eben mal so einzusaugen und in ihre Bestandteile zu zerlegen. Die Stabilität der Trojaner stellt aber tatsächlich eine Besonderheit dar. Es ist ein dynamisches Gleichgewicht der gravitativen Anziehung der Sonne und des Planeten, um den sie sich befinden, der diesen seltsamen Tanz ermöglicht. Es ist ein faszinierendes Gleichgewicht der Kräfte, das es den Trojanern ermöglicht, in den Lagrange-Punkten zu bleiben, ohne aus ihren Positionen verdrängt zu werden. Vermutlich drehen einige dort bereits seit Millionen oder Milliarden Jahren an der Seite ihrer Planeten ihre Bahnen um die Sonne. Obwohl inzwischen Tausende von Trojanern im ganzen Sonnensystem bekannt sind, ist ihre genaue Anzahl und Zusammensetzung noch nicht vollständig geklärt. In wenigen Jahren wird jedoch die 2021 gestartete Lucy-Sonde der NASA erstmals die wichtigsten Trojaner-Asteroiden in Jupiters Umlaufbahn in Augenschein nehmen. Apropos in Augenschein nehmen, wenn du in Zukunft noch mehrere Videos von uns in deinen Augenschein nehmen möchtest, dann klick jetzt gerne auf Like und abonnieren, denn so verpasst du keine neuen Videos mehr. Bis bald!